Hey hallo, hier ist Ronja und heute ist es mal wieder soweit. Und wir setzen unsere Denkerkappe auf und machen uns dran, Rätsel zu lösen. Ich habe ein wunderbares Video vorgeschlagen gekriegt von YouTube und zwar 14 kluge Rätsel für ein hochintensives Gehirntraining, ja? Falls ihr das letzte Video, in dem ich Rätsel gelöst habe, nicht gesehen habt, dann verlinke ich das euch hier oben hier beim i, dann könnt ihr da draufklicken und euch das anschauen und immer fleißig mit Rätseln, das haben wir letztes Mal auch schon so gemacht. Also wie gesagt, schreibt gern eure Lösungen in die Kommentare, dann bevor das Rätsel wirklich gelöst wird, ne, nicht schummeln, ich sehe dich, Schummler. Nein, aber dann könnt ihr überprüfen, ob ihr es richtig habt und dann könnt ihr gucken, wie viele von 14 wir richtig haben. Ich bin gespannt, ich starte meinen Counter. Das sind übrigens wieder diese 7-Sekunden-Rätsel, ja? Das heißt, wir haben nur 7 Sekunden, um ein Rätsel zu lösen. Das wird nochmal schwieriger. Diesmal halte ich nicht an. Scott und Jessica waren in ihren Flitterwochen. Aha, okay. Alles klar, Scott und Jessica. Sie wohnen in einem Hotel am Meer. Nicht unüblich, ne? Für Urlaub? Lass uns zum Strand gehen. Irgendwas geht gleich schief. Jessica stirbt. Oder Scott stirbt. Jessica fühlt sich nicht so gut. Oh, okay, okay. Jessica stirbt. Was ist denn los? Aber es ist okay, wenn du alleine gehst. Es ist nicht okay, wenn Scott alleine geht. Sag's nur. Scott hatte seine Sonnencreme vergessen. Vielleicht wollte Jessica auch, dass Scott alleine geht und er hat ihn aus der Wohnung gejagt. Und kehrte 20 Minuten später ins Hotelzimmer zurück. Jessica war tot. Denn Jessica war weg. Jessica war nicht dort. Schocker. Er ging am Pool entlang und sah Jessica auf einer Liege. Okay. Ja, Jessica wollte nur ein bisschen entspannte Zeit für sich selbst. Wieso bist du nicht im Zimmer? Scott, chill. Sie sind im Urlaub. Bist du alleine hier? Oh, Scott kriegt Panik hier. Ich habe mich besser gefühlt und bin hergekommen, um etwas zu schwimmen. Klar bin ich alleine hier. Das ist eine Lüge. Und wir als Rätseldetektiv... Scott bemerkte, dass Jessica log. Wir bemerkten das auch. Wisst ihr, woran wir das bemerkt haben? An diesem Cocktail im Flamingo. Ich brauche keine 7 Sekunden. I don't need it. Das heißt, 1 von 14, ja? Ich gebe mir schon mal den Punkt, ja? Ding! Was soll ich sagen? Kleine Rätseleule. Wessen Glas ist das, ne? Ja, wessen Glas ist das? Wüsste ich auch gern. Jessica. Ein Räuber stahl Juwelen in verschiedenen Juwelieren. Jedes Mal wurde der Alarm ausgelöst. Und die Polizei erschien geradezu unverzüglich. Doch der Räuber war schon nicht mehr da. Der Kommissar konnte nur noch den Rücken des Räubers sehen. Sie wussten, dass es eine Frau war. Ein weiterer Raubüberfall fand statt. Ich kann nicht reden heute. Der Wachmann schaffte es, den Ausgang zu blockieren. Die Polizisten trafen nur eine Minute später ein. Wow. Und sahen 4 Frauen im Juwelier. Okay. Wer ist der Räuber? Das ist jetzt schwierig. Die hatten alle ein komisches Profil. Eine mit einer Tasche. Ich sag die zweite. Also sie hier. Aber ich bin nicht sicher. Ich habe leider keinen Anhaltspunkt. Ich sehe nichts. Ha, es war wirklich die zweite. Nur ihre Schuhe. Hahaha, okay, das ist jetzt ein Anhalten, weil ich muss gerade nicht rätseln. Ich wollte nur mal anmerken. Ich habe die Schuhe zwar nicht gesehen, aber die zweite kam mir so verdächtig vor, dass selbst wenn ich keine Anhaltspunkte habe, ja, bin ich trotzdem Meisterdetektiv. Den Punkt kriege ich auch. 2 von 14. Wessen Ehemann ist reicher? Vorne links, die kauft Bioprodukte. I don't know. Ja, die vorne links sieht am reichsten aus. Nee, 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 rechts, rechts, die hat ein Armband. Hier, guckt, da, seht ihr mal. Wessen Ehemann ist diesmal reicher? Ich weiß nicht, ob Chanel teurer ist als Gucci. Die rechts hatte Gucci, die links hatte Chanel. Ich muss jetzt auf andere Sachen achten, als die, die sie ansuchen. Übrigens, schöne Markenplatzierung hier. Ja, Jungs, ich weiß es nicht. Für mich ist es... Ah, Gucci ist die Fake. Chanel links ist reicher, weil Gucci ist falsch geschrieben. Tja, was soll ich sagen? 7-Sekunden-Rätsel. Bin so zu sagen kleiner Profi. Warte mal, warte, 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 warte. Ja, sie haben es eingekringelt. Das heißt, okay, wessen Ehemann ist jetzt reicher? Das linke Kind hat eine echte... Was ist das überhaupt? Was soll... Okay, kurz... Mal die Anmerkung. Was ist das denn überhaupt? Was soll das sein? Ein Gucci-Anhänger, den das Kind in der Hand hält? Kein Kind hält einen Gucci-Anhänger in der Hand. Warum? Warum würde es das machen? Weißt du, was Kinder mögen? Spielzeug. Kuscheltiere. Essen. Gucci-Anhänger stehen nicht auf der Liste. Es tut mir leid. Ist aber richtig geschrieben diesmal. Ja, ja, okay, mein Kind hat einen Gucci-Anhänger. Was hat dein Kind? Ach, nur der Schlüssel zu meinem Ferrari. Was soll ich sagen? Pff. Bitte was?
Also, entschuldigen Sie mal. Klar, das ist natürlich der Schlüssel von der Mutter, ja? Das Kind kann ja nicht Auto fahren, das ist uns allen bewusst. Wenn das Rätsel jetzt aufgelöst wird, weil das Kind nicht Auto fahren kann, dann... Meinetwegen. Aber, was ist denn das für ein Schmarrn? Also, welche Mutter, die einen Ferrari hat, würde denn ihrem Kind, was noch so jung ist, dass es im Kinderwagen gefahren wird, also wahrscheinlich so 3, 2, einen Schlüssel für einen Ferrari geben? Kinder lassen Sachen fallen, die ganze Zeit. Gib dem einen Schnuller. Entschuldigen Sie mal. Die Rätsel machen mich wütend. Kommentar, es steht nicht mehr die Auflösung. Die wissen selber nicht, was sie damit erreichen wollten. Also tut mir leid, das Rätsel rechnen wir raus. Ich habe bis jetzt 2 von 13 richtig. Was ist denn das? Maries Großvater hat ein großes Vermögen angehäuft. Wir machen scheinbar reiche Rätsel heute. Ich dachte, es wäre ein Klugscheißer-Rätsel, aber okay. Bevor er starb, gab er Marie eine Flasche. Hier, Marie. Meine Liebe, du erbst den Schlüssel zu meinem Safe. Okay. Aber nicht den Inhalt, nur den Schlüssel. Aber du musst den Schlüssel aus dieser Flasche holen, ohne den Korken zu ziehen. Ja, Jungs, es ist eine Glasflasche, ne? Ich meine, ich habe schon gedacht, selbst wenn ich den Korken ziehen dürfte, ja? Aber meine Theorie, mach einfach die Glasflasche kaputt. Es ist Glas. Glas zersplittert. Aber, weil der Schlüssel passt doch eh nicht. Ah, ohne die Flasche zu zerbrechen. Oh, dann ist es natürlich ein richtiges Rätsel. Wie kriegen wir denn den Schlüssel da raus? Marie weiß es? Marie weiß, wie sie den Schlüssel... Wie denn? Wie kommt Marie an den Schlüssel? Marie, das wüsste ich auch gern. Ich habe gedacht, einfach kaputt machen, dann hat sich das. Ich habe mich eben noch richtig clever gefühlt. Hä? Sie muss den Korken in die Flasche drücken. Hast du schon mal versucht, einen Korken in die Flasche zu drücken, Marie? Ich denke nicht. Ist nicht so einfach. Die sind doch auch generell dicker als der Flaschenhals. Welches Land ist das reicheste? Was haben sie denn immer mit ihren reichesten Ländern hier? Oder ihrem reichesten generellen Kram? Ja, okay, kurz anhalten. Irgendein Ölland ist es. Ich weiß nicht, sollen wir das jetzt an irgendwas festmachen, was auf dem Bild ist? Oder an irgendwas, was tatsächlich stimmt? Australien? Warum? Durchschnittseinkommen? Es sind tatsächlich reale Fakten, oder wie? Australien ist das reichste Land? What? Belgien? Jungs! Aber wir müssen selber rechnen, wir müssen uns die Zahlen merken. Das war auch irgendwas mit 4000. Österreich. Durchschnittseinkommen im Monat? Ich merke mir doch die 4000er-Zahlen nicht. Hä? Norwegen. Ein durchschnittliches Einkommen im Monat? Okay, Norwegen hat mehr als die anderen. Norwegen hat 4,2, die anderen hatten 4,1 bisher. Dänemark? Was hat Dänemark? Auch 4,2, es wird immer mehr. Ich bin so konfus. Was haben die? Die haben 4,4, dann gewinnt die Niederlande. Aber, also... Okay, ganz kurz. Wie lange reisen... Die reisen jetzt noch 5 Jahre von Land zu Land? Luxemburg. Jetzt ist er auf einmal auf Englisch übrigens. Okay, jetzt kommt ein gutes, sage ich. Eine reiche alte Frau glaubte, dass ihre Tochter Anna dumm sei. Starting off with a bang. What? Ja, meine Tochter Anna. Was soll ich sagen? Ist leider dumm. Als sie starb, forderte sie ihren Anwalt auf, Annas Intellekt zu testen. Hier, mein Sackgeld. Sie ließ 3 Umschläge zurück und einer von ihnen enthielt einen riesigen Scheck. Aber Anna darf nur einen nehmen. Es standen 3 Nachrichten auf ihn. Eines war, die anderen waren falsch. Oh, okay. Sowas konnte ich gut. Sowas habe ich als Kind gerne gerätselt. Anna darf die Umschläge nicht berühren. Okay. Sie hat nur einen Versuch in den richtigen... Die Pressure is on hier. Anna. Armes Ding. Hier ist kein Scheck. Der Scheck ist hier. Der Scheck ist nicht im 2. Umschlag. Okay, warte. Einer war wahr, 2 waren falsch, richtig? Das heißt, das könnte wahr sein. Dann ist der Scheck im 3. Umschlag. Weil dann ist das automatisch falsch? Nee. Doch. Nee. Was? Ach doch, das ist richtig. Dann ist das falsch und das ist auch falsch.
Weil der Scheck ist da drin. Aber nee, dann wäre das richtig. Dann ist er im zweiten... Oh boy, das ist viel zu spät dafür. Ich nehme das irgendwann... Nee, es ist nicht mal so spät. Es ist um 6. Was ist denn da los? Okay, Leute, Rätseleule. Achtung, aufgepasst. Eins ist... Wenn eins wahr ist, ja, und sagen sie, hier ist kein Scheck, dann muss das falsch sein und das falsch sein. Aber die widersprechen sich. Weil wenn das falsch ist und der Scheck nicht da drin ist, dann ist das ja wahr. Das heißt, wenn das zweite richtig ist, ist das falsch und das ist... Aber dann auch... Hä? Nein, das macht gar keinen Sinn. Jungs, ich bin verwirrt. Ich höre auf mit dem Rätsel. Doofes Rätsel. 0 von 10 Rätselpunkten. Das sind 2 richtig. Das ist voll schwer. Die dritte Aussage war wahr, aber das macht... Nein, das... Nein! Jungs, stopp! Frau Appleby war eine einsame, reiche Frau. Ist oft so, hm? Oft der Fall. Sie sagte immer, sie gibt all ihr Geld. Wohin gibt sie's? Wohin gibst du all dein Geld? Dem Katzenheim? Fair enough. Fair enough. Guter Grund. Geführt von ihrer Freundin Frau Cole. Man hätte ihr auch einen Vornamen geben können, ne? Als Frau Appleby gestorben war, ging ihre Freundin zum Familienanwalt. Warum das denn? Laut Testament. Jungs, warum redet ihr so langsam? Wir machen das mal auf 2-fache Geschwindigkeit. Ah nee, dann habe ich keine 7 Sekunden mehr. Sollte Frau Applebys entfernter Cousin all ihr Geld erben? Ich dachte, soll er das ins Katzenheim geben. Aber sie kennen sie noch nicht einmal. Der Cousin ist ein kleiner Betrüger, ha? Huh? Frau Cole engagierte einen Privatdetektiv. Er untersuchte das Testament und es war gefälscht vom entfernten Cousin. Ein Blatt ist gefälscht. Jemand hat es zugefügt, um den letzten Willen zu ändern. Clever. Das ist eine clevere Sache. Warum denkt er das? Das wüsste ich auch gerne. Auf den 3 Blättern erkenne ich noch nicht so viel. Das eine ist ein bisschen heller als die anderen beiden. Ja, das dritte ist gefälscht, weil die Zahl steht hier. In der Mitte. Und hier steht sie links. Ja. Ja, hab ich aber auch gesehen, bevor der Kreis rumgezirkelt ist. Aber ich hab zu spät angehalten, um es zu erklären. Sorry. Diese Seite ist die falsche. Ja, ja. Wer ist arm? Wir haben es schon wieder, ha? Huh? Ja, links ist arm. Louis Vuitton schreibt man nicht so. Links kann sich nicht mal richtige Unterwäsche leisten. Bitte. Wer ist diesmal arm? Okay, links hat einen Mercedes, rechts hat einen Ticket. Ich weiß nicht, ob ein Mercedes so ein Statussymbol ist. Also das ist ja eigentlich nicht so ein Busticket. Es kann auch ein Ticket für irgendwas anderes gewesen sein. Hätte Kino sein können, ja? Hätte Achterbahn. Also bitte. Wer ist diesmal arm? Rechts, weil rechts wurde die Kreditkarte verweigert. Eieiei, verweigert. Das muss ich nicht in den Kommentar schreiben. Aber ich hoffe, ihr schreibt eure Lösung fleißig in die Kommentare. Ein König hatte 3 Töchter. Anna, Maria und Elsa. Okay. Heute wird Vater sein Erbe unter... Was sind die denn alle immer hinter dem Erbe her? Ganz ehrlich. Schlechte Töchter. Ich kann es kaum erwarten. Anna, ich bin die Älteste. Ich bekomme alles. Maria, das glaube ich nicht. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Es gab von jedem von ihnen einen Kessel. Okay, er feuerte sie an. Siehst du, das ist ein guter Vater. Was? Derjenige, der... Oh, nevermind, ist kein guter Vater. Der einen Kessel als erstes kocht und alles bekommt. Elsa wollte nichts erben. Doch sie bekam alles. Wie hat sie das gemacht, ha? Huh? Wie kam es dazu? Ich weiß nicht. Elsa hat den besten Kessel gekriegt. Elsa hat... Hat die Flamme niedrig gehalten. Und die anderen Kessel sind kaputt gegangen wegen dem hohen Druck. Anna und Maria hoben ständig den Deckel, um nachzusehen. Nein. Deshalb brauchten ihre Kessel länger, um zu kochen. Das ist ja hier reines, wirklich ein hochintensives Gehirntraining. Wie der Titel sagt, ich bin sehr konfus. Ich habe bis jetzt 2 richtig von 14. Der Typ ist nicht reich. Der hat arme Leute Sachen an. Die sind alle im Gefängnis. Keiner von denen ist reich, sonst wären sie nicht im Gefängnis.
not sure. Also der hat hier irgendwo noch eine Flasche versteckt und einen Dings. Also der ist ein geheimer Alkoholiker, das kann ich euch sagen. Aber warum filmen sie auf seine Brust? What? Ja, er hat da eine Gurke drin. Gurke im Kartoffelbrei. Das ist eine... Also, kein Wunder, dass der im Gefängnis ist. Der Mittlere ist übrigens reich wegen dem Ring. Aber trotzdem. Also, das ist ja mal... I don't know, man. Er? Die sind im Gefängnis nicht erlaubt. Er muss reich sein. Aber der Ring ist erlaubt? Jungs, nein! Was ist denn da los? Okay, tut mir leid, dass ich nicht wusste, dass ein Notizblock im Gefängnis nicht erlaubt ist. Aber okay, falls euch das Video gefallen hat, ich weiß nicht. Ich finde die immer sehr, sehr konfus, aber wir haben, glaube ich, 2, 3 richtig gekriegt von 14, was keine gute Quote ist. Ich hoffe, ihr habt es besser gemacht. Wenn ja, wie gesagt, Kommentar. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Dann weiß ich, dass euch das Format gefällt und dann kann ich das öfter ab und zu mal machen. Falls ihr neu hier seid und es noch nicht gemacht habt, dann abonniert gerne den Kanal und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Macht's gut, ciao!